Hier erfahren Sie, wie Sie ein E-Book mit Kapiteln anlegen. Öffnen Sie die App Kreativbook Bilder. Tippen Sie auf Books. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Klicken Sie dort auf das Pluszeichen. Geben Sie den Titel Ihres E-Books ein, zum Beispiel Mein erstes E-Book. Um das E-Book mit Inhalten zu füllen, klicken Sie nun auf Mein erstes E-Book. Das erste Kapitel wird automatisch hinzugefügt. Ändern Sie den Namen des Kapitels, indem Sie auf diesen Pfeil drücken. Geben Sie dort nun Kapitel 1 ein. Zum Einfügen eines weiteren Kapitels klicken Sie wieder auf das Pluszeichen. Dann auf Capture. Und dann den Namen des zweiten Kapitels eingeben. Hier Kapitel 2. Hier Ihr Ergebnis. Sie haben jetzt ein E-Book angelegt, das 2 Kapitel beinhaltet. Im nächsten Tutorial füllen wir diese Kapitel mit Inhalten.